Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute hier in diesen Räumen zu unserem sehr spannenden und interessanten Vortrag zur Immobilie im Alter. Und der Untertitel ist neu bei uns: Kennen Sie die Alternative zur Leibrente? Das ist eigentlich etwas, was ich Ihnen die nächsten 25, 20 Minuten rüberbringen möchte. Dieser Vortrag soll für Sie nur Anregungen sein, dass Sie die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, welche Alternativen biete ich Ihnen, welche Alternativen bietet Ihnen die Hausmann Immobilienberatung, und vor allen Dingen soll es Ihnen eine Hilfe sein in den Beratungsgesprächen, auf die ich immer wieder hinweisen werde, dass Sie dort in diesen Beratungsgesprächen direkt unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen ansprechen auf Ihr persönliches Thema, auf Ihr persönliches Anliegen. Wir haben gehört, Immobilie im Alter, kennen Sie die Alternativen zur Leibrente? Starten wir also unseren heutigen Vortrag. Was ist mal der Grund? Warum ist dieses Thema heute so wahnsinnig interessant? Immobilie im Alter heißt, passt die Immobilie noch zu meiner Lebenssituation? Irgendwann stellt man sich die Frage, ich glaube, das kommt hier auch noch, guck mal, so ein schönes Häuschen gibt es da unterm Deich, für mich wird sich da nie die Alternative stellen, ich würde da immer wohnen bleiben, aber meine Mitarbeiter haben sich dieses Bild rausgesucht, sie finden das gut. Aber warum ist dieses Thema interessant? In den letzten Jahren haben wir alle es mitgekriegt, ob durch Medien, ob durch eigene Erlebnisse, in der Familie, durch die Nachbarn. Wir haben alle mitgekriegt, dass Immobilienpreise gestiegen sind. Aber es ist doch so wie mit dem Aktiendepot. Man hat es irgendwo im Tresor oder bei der Bank zu liegen, vielleicht einen teuren Wertpapierdepotverwalter. Aber ob die Aktie nun einen Wert von 1.000 hat oder 1.700, das merken Sie nicht. Erst wenn Sie sie verkaufen. Und ähnlich sieht es mit der Immobilie aus. Die Preise für Ihre Immobilie sind gestiegen. Das flacht auf jeden Fall ab im Moment. Aber Sie merken es nicht, denn Ihre Immobilie haben Sie noch nicht zu Geld gemacht. Also ein Teil kann sein, für einen Grund darüber nachzudenken, Immobilie im Alter, könnte ein Teil sein: Lass mich doch ein bisschen Geld in die Tasche bekommen. Das zweite ist, Sie haben Wünsche. Wünsche, die Sie umsetzen möchten. Und ich sage Ihnen, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, die bei uns in die Beratungsgespräche kommen, die haben vielfältigste Wünsche. Da ist es der Handwerksmeister, der zur goldenen Hochzeit seine Flitterwochen nachholt, weil er vorher keine Zeit hatte. Da ist es eine 82-jährige Frau, die sich ihren Traum erfüllt, einmal ein Capri zu fahren, um es im nächsten Jahr ganz schnell wieder zu verkaufen. Capri fahren in der Großstadt ist nicht so prickelnd. Alles das können Wünsche sein. Und was sind Wünsche? Wünsche sind in der Regel die vierte Antriebskraft. Werde ich immer angeguckt. Warum vierte Antriebskraft? Ja, deshalb, weil Essen, Trinken, Schlafen. Das brauchen wir. Und dann denken Sie mal nach. Dann kommen schon Wünsche erfüllen. Langes Thema, will ich heute nicht weiter darauf eingehen, können Sie selber mal ein bisschen sich überlegen. Aber der Antrieb vieler Dinge, die Sie selber planen, machen, tun, ist, sich Wünsche zu erfüllen. Und das Dritte ist, und das hören wir immer wieder in den Gesprächen, Sie möchten sehr gerne so lange wie möglich in Ihrer Immobilie wohnen bleiben, in diesem sozialen Umfeld, das Sie kennen, das Sie lieben. Und alles das verbindet sich mit den Plänen und den Gedanken zur Immobilie im Alter. Sie möchten verkaufen und wohnen bleiben. Ja, und jetzt kommen wir ins Spiel. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen. Meine Aufgabe heute ist es, dieses Ihnen nur anzureißen. Ihnen einfach diese Möglichkeiten in diesem kurzen Vortrag aufzuzeigen, damit Sie dann das, was für Sie das Richtige ist, dass Sie das in einem Beratungsgespräch herausfinden. Und ich verspreche Ihnen, wenn so ein Beratungsgespräch über 2 bis 3 Stunden stattfindet, dann werden Sie manchmal über Ihr eigenes Ergebnis überrascht sein. Was haben wir für Produkte? Wir haben Produkte, das ist der Verkaufmakler-Klassik. Ich sage immer, Geld gegen Schlüssel, Schlüssel gegen Geld, das ist nicht das, was ich Ihnen hier erklären möchte. Das macht Hausmann seit 65 Jahren, das machen wir toll, wir kennen den Markt, wir sind ein örtliches Familienunternehmen hier am Markt präsent. Ich
kann Ihnen sagen, unsere Mitarbeiter kennen fast jedes Haus und können die Bewertung abgeben, dass sie diese ihre Immobilie zu einem fairen und durchsetzbaren Preis verkaufen. Makler Klassik ist eine Möglichkeit für ihre Pläne Immobilie im Alter. Dann kommt Verkauf mit Rückanmietung. Äußerst spannend. Sie selber verkaufen Ihre Immobilie. Ich gehe nachher noch weiter darauf ein. Und Sie mieten sie zurück. So lange, wie Sie wollen. Stimmt nicht ganz. Kommt noch. Verkauf auf Zeitrente. Eine Alternative in den Fällen, wo die monatlichen Alterseinkünfte nicht ausreichend sind. Einfach darüber nachdenken. Könnte was sein. Vorteile werde ich Ihnen noch sagen. Verkauf mit Wohnrecht. Ein Modell, was ähnlich ist wie Rückanmietung, nur eine andere Finanzierungsart beinhaltet. Was haben wir weiter? Wir haben Verkauf auf Leibrente und Wohnrecht. Ach, werden viele sagen, müsste eigentlich hier heißen lebenslanges Wohnrecht. Erzähle ich Ihnen was und warum ich so ein Fan dieses Modells nicht bin. So, und dann haben wir Teilverkauf Ihrer Immobilie, ganz neu, gibt es noch nicht lange. Ganz speziell, ja, das ist etwas, wenn Sie nur Geld brauchen. Über diese 5, sind 6 sogar, Modelle möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen und dann starten wir überhaupt das Wichtigste für den Verkauf. Wann immer Sie sich mit dem Gedanken tragen, Sie wollen etwas mit Ihrer Immobilie machen, Sie haben den Wunsch, irgendwo Pläne, Vorhaben, irgendwas umzusetzen. In dem Moment beginnt irgendwann die Frage, wie viel Geld gibt es denn in die Tasche? Und das ist eine wichtige Frage. Das Geld ist die wichtigste Frage, denn das ist ja nach den ersten Gedanken das, wie viel bleibt mir denn? Kann ich mit dem Geld, was ich bekomme, auch meine Pläne tatsächlich erfüllen? Und wenn wir über Geld reden, reden wir über den richtigen Immobilienpreis. Und ich kann Ihnen sagen, was immer Sie mit Ihrer Immobilie planen, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht, auf den richtigen Preis kommt es an. Wir erstellen mit einem Team, was ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte, erstellen wir marktgerechte Gutachten und zwar bezogen auf Ihre Immobilie, auf dies, wo Sie wohnen, auf die Wertverbesserung, auf die Individualität Ihrer Immobilie. Das sehen Sie mich. Ich komme nicht mehr zu Ihnen, aber ich verspreche Ihnen, jedes Gutachten, was wir erstellen, geht über meinen Tisch und in einem großen Team besprechen wir es und ich bin dabei. Dies sind die beiden Töchter, beide ausgebildete Immobilien-Experten von Sprengnetter, Tanja Dorte-Hausmann. Tom Köhler ist derjenige, der für uns auch sehr viele Immobilien bewertet im Raum Niendorf und im Nordwesten. Und das ist unser Herr Manfred Gottschalk. Den müssten Sie mal kennenlernen. Von dem kann man nur wirklich begeistert sein. Der versteht sehr viel von Ihren Wünschen. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn er kommt und Sie berät, dann werden Sie umfassend informiert. Jo, Maklerprinzip Klassik, habe ich Ihnen schon gesagt. Wir sind 65 Jahre am Markt. Darauf sind wir stolz. Die Preiseinschätzung und unsere Betreuung beginnt bei der Preiseinschätzung, beim Beratungsgespräch, bei dem, was Sie sich vorstellen und endet eigentlich bei der Schlüsselübergabe an den Käufer. Ganz wichtig ist uns, dass Sie uns vorgeben, welche Wünsche Sie haben. Sie erzählen uns, was wir tun sollen und wir setzen dies um. Was haben wir weiter? Verkauf mit Rückanmietung. Jetzt wird es langsam spannend. Was bietet Verkauf mit Rückanmietung? Gucken Sie mal hier, dieses Ehepaar sitzt hier. Guck mal, große Geldscheine hier, große Geldbüdel da. Ja, der Verkäufer erhält sofort den vollen Kaufpreis. Ganz, ganz wichtig. Also, Sie verkaufen jetzt Ihre Immobilie, kriegen den vollen Kaufpreis. Wer wünscht sich mehr? Das nächste ist, Sie selber als Verkäufer schließen einen unkündbaren Zeitmietvertrag ab. In der Regel sind es die besten Modelle bis zu 5 Jahren. Das muss man sagen. Es gibt Ausnahmen. Kann ich Ihnen wieder nur das Beratungsgespräch empfehlen, dass Sie vielleicht sagen, es könnte 7 oder 8 Jahre sein. Einen unkündbaren Zeitmietvertrag. Dieser Zeitmietvertrag kann von Ihrem
Käufer, der ja dann Ihr Vermieter wird, nie gekündigt werden. Sie können jederzeit den Mietvertrag mit einer 3-Monats-Frist kündigen. Für wen ist es interessant? Ganz kurz, nur damit Sie sich einen kleinen Überblick oder Einblick verschaffen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Sie in irgendeiner Senioreneinrichtung, mir fällt nichts anderes ein als Senioreneinrichtung, aber die meisten wollen eben ein betreutes Wohnen haben oder Sie haben eine tolle Wohnung gesehen oder Sie sind bei der Martha-Stiftung oder bei Rosenhof und wie sie alle heißen. Posana, ich habe bestimmt 1000 vergessen, stellvertretend für alle. Und dann, was bekommen Sie? Sie melden sich an und dann sagen die Ihnen die Leute, jo, Sie kommen auf eine Warteliste. Gut, schön. Aber man kann Ihnen nicht sagen, wie lange es dauert. Das kann ein halbes Jahr dauern, es kann 3 Jahre dauern. Und genau dieser Punkt ist das Charmante an der Rückanmietung, dass Sie in dem Moment, wo Sie Ihre Immobilie jetzt verkaufen, praktisch Standby zu jeder Zeit umziehen können in Ihr neues Wohndomizil. Wie läuft das denn in der Regel ab? Sie haben sich angemeldet und warten. Und dann kommt ein Anruf. Hallo, hier ist die Senioreneinrichtung XYZ. Es ist jetzt gerade eine Wohnung frei geworden, für die Sie sich eingetragen haben. Wollen Sie sie haben? Dann kommen Sie schnell her und da schreiben Sie einen Vertrag. In einem Monat müssen Sie einziehen. Boah. In einem Monat einziehen. 5, 6 Monate Doppelbelastung, bis die Immobilie weggeht. Haushalt auflösen. Und dann erst mit dem Immobilienverkauf anfangen? Nein, mit der Rückanmietung geht das anders. Sie haben Ihre Immobilie schon vorher verkauft, haben einen unkündbaren Mietvertrag, einen Zeitmietvertrag, der auf 3, 4, 5 Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger läuft. Und wenn dann der Anruf kommt, brauchen Sie sich wenigstens nicht mehr um den Verkauf kümmern, sondern brauchen nur noch in Anführungszeichen, nur noch Ihren Umzug durchführen. Das ist ein typisches Beispiel, warum die Leute etwas mit Rückanmietung machen. Manchmal sind es andere Gründe. Sie nennen uns am besten Ihre Gründe und wir sagen, ob dieses Modell für Sie passt. Verkauf auf Zeitrente. Da denke ich an eine Zeit vor 7 Jahren zurück. Vor 7 Jahren habe ich mit einem bekannten Norderstedter Notar, der inzwischen verstorben ist, zusammengesessen. Und wir haben uns darüber unterhalten, was kann man eigentlich machen, wenn man eine Immobilie verkaufen will. Und damals war nur im Gespräch Leibrente. Was kann ich eigentlich tun? Und dann sind wir auf die Zeitrente gekommen. Die Zeitrente bringt den großen Vorteil, und das war unser allererstes Produkt, mit dem wir auf den Markt gegangen sind. Das waren die ersten Beratungsgespräche, nämlich die Vorteile. Das sehen Sie, das Beutelchen ist schon ein bisschen kleiner. Anzahlung 20% vom Kaufpreis. Ich zeige Ihnen gleich noch eine sehr interessante Berechnung. Aber Sie kriegen 20% vom Kaufpreis. Sie kriegen den Rest des Kaufpreises in monatlichen Raten. Es empfiehlt sich maximal 10 Jahre. Damit bessern Sie Ihre Alterseinkünfte auf. Und Sie schließen einen Nutzungsvertrag für den gleichen Zeitraum wie die Zeitrente, den derjenige, der den Nutzungsvertrag Ihnen gibt, nicht kündigen kann. Sie aber wieder können jederzeit mit einer 3-Monats-Frist raus. Jo, und jetzt kommt das erste Tolle. Die monatlichen Raten, die Sie zu Ihren Alterseinkünften bekommen, sind steuerfrei. Und sie sind vererbbar. Ganz, ganz wichtig, wenn Sie die anderen Modelle kennen. In einer Beispielrechnung sieht das praktisch so aus. Die Immobilie kostet 360.000. Sie haben eine Anzahlung vereinbart von 60.000. Die Berechnungsgrundlage ist 300.000. Dann würden von den 300.000 bei einem 10-Jahres-Vertrag die monatliche Rate 2.500 Euro. 120 Monate ergibt die 300.000. Das war nur die eine Seite. Denn Sie wollen ja noch wohnen bleiben. Und zumindest solange Sie wohnen bleiben, müssen Sie fürs Wohnen ja was bezahlen.
Denn sie kriegen ja den Kaufpreis und müssen liefern. Sie wollen aber ihr Haus noch nicht liefern. Also wird eine monatliche Nutzungsentschädigung vereinbart, sodass sie a. in den 10 Jahren kostenfrei wohnen bleiben können und b. monatlich eine Auszahlung von 1.400 Euro bekommen. So wie es hier steht, steuerfrei und ganz wichtig, vom Zeitpunkt an vom Verkauf übernimmt der Käufer sämtliche Instandhaltungskosten. Ein interessantes Modell, wenn Sie zum Beispiel ausziehen, weil Sie jetzt in die Senioreneinrichtung gezogen und einziehen wollen, dann kriegen Sie natürlich die 2.500 Euro. Lassen Sie sich auch hierzu beraten. Es ist etwas für alle diejenigen, die sagen, ich habe eine etwas kleinere Rente, ich habe nicht so viele monatliche Altersbezüge. Es passt mir ganz gut, wenn ich die 2.500 Euro Rente oder hier in diesem Fall die Rate monatlich hinzubekomme. Geht weiter. Verkauf mit Wohnrecht. Das war das zweite Ding. Das kam, weil die Kunden gesagt haben, Rente, das passt noch nicht. Gibt es nicht Alternativen? Wir haben dann ein bisschen nachgedacht, uns angehört, was Sie so wollen. Denn alle Produkte, die wir Ihnen hier vorstellen, sind eigentlich immer unser Lernprozess, was Sie uns erzählen, welche Wünsche Sie vortragen. Und dann ist entstanden Verkauf mit Wohnrecht. Das ist ganz simpel. Der Verkäufer erhält für seine Immobilie den vollen Kaufpreis. Er vereinbart ein Wohnrecht mit einer Laufzeit bis zu 15 Jahren. Eine lange Zeit, aber im Gegensatz zu einem Zeitmietvertrag und auch im Gegensatz zur Zeitrente ist dieses Wohnrecht im Grundbuch verbrieft, genau von wann bis wann es gilt. Und wenn der Verkäufer oder Ihr Käufer irgendwann mal diese Immobilie, für die Sie ein Wohnrecht haben, verkauft, dann kann er dieses Wohnrecht nicht löschen. Es ist drin, wie eine Grunddienstbarkeit. Also wenn er wirklich es verkauft oder in der Zeit irgendwas passiert oder er überträgt es den Kindern, dieses Wohnrecht muss immer mit übernommen werden. Es steht im Grundbuch für Sie als Absicherung drin. Das nächste ist, der Wert des Wohnrechts wird vom Kaufpreis in Abzug gebracht. Sie wohnen ja wieder. Sie liefern ja die Immobilie noch nicht frei. Und das bedeutet, dass Sie in diesem Fall natürlich das Wohnrecht sich erkaufen. Ein Wohnrecht bekommen Sie nicht geschenkt. Mit einem Wohnrecht kaufen Sie sich einfach das Recht, die nächsten Jahre, für die es vereinbart ist, in der Immobilie zu wohnen. Es ist auch nicht umsonst und es ist nicht kostenfrei. Sie haben dafür bezahlt. Werde ich Ihnen gleich zeigen. Wohnrecht ist unkündbar, habe ich schon gesagt, ist kein Mietvertrag, es ist ein Wohnrecht und es ist immer im Grundbuch abgesichert. Und falls Sie vorzeitig ausziehen, dass Sie sagen, ich will es nicht mehr, dann bekommen Sie natürlich die nicht verbrauchten Anteile des Wohnrechts steuerfrei weitergezahlt. Das ist ganz wichtig. Also es verfällt nicht, es ist immer da. Und das will ich Ihnen auch an einem Beispiel mal darstellen. Wir bleiben bei den 360.000. Nun haben Sie hier ein Wohnrecht von 15 Jahren mit monatlich 1.100 Euro vereinbart. Das heißt, das ergibt 198.000. Im Kaufvertrag würde drinstehen, Kaufpreis 360.000, Wohnrecht 180 Monate, beginnend am mit monatlich 1.100 Euro, ergibt die Summe 198. Restzahlung nach Kaufvertrag 162.000. Ganz, ganz wichtig, dass es so drinsteht. Auch das Wohnrecht ist, was sagte ich Ihnen ja schon, abgesichert. Das Wohnrecht wird vererbt. Das heißt, es gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist wieder das Beratungsgespräch, dass man sagt, wenn ich früher rausgehe, hat denn zum Beispiel ein Verwandter ersten oder zweiten Grades die Möglichkeit einzusteigen in das Wohnrecht? Ja, wenn es vereinbart wird, dann aber sicher nicht als Vermietung an Fremde. Könnte sein. Und für den wirklichen Fall, dass Sie jetzt mit 85 Jahren diese 100 Jahre, auf die Sie sich überlegt haben, soll das Wohnrecht sein, nicht erleben, dann kann sofort
ein Testamentsvollstrecker oder wer auch immer den letzten Willen von Ihnen dann umsetzt, erkennen, von dem Wohnrecht von 15 Jahren sind erst 10 Jahre verbraucht, es bleiben 5 Jahre nach, 60 Monate, 1.100 Euro zu diesem Geld, es bleiben 66.000 Euro, das ist mein Anspruch noch an denjenigen, an denen Sie Ihre Immobilie mal verkauft haben. Interessant ist natürlich auch, wenn Sie wirklich lange dort wohnen bleiben, Sie schreiben Ihre Miete fest. Denn Wohnrecht, Sie haben ja für 15 Jahre im Voraus bezahlt. Das heißt also, Sie sichern sich eine nicht erhöhbare Miete für diesen Zeitraum. Ist ja keine Miete, aber Sie haben trotzdem ein Nutzungsentgelt bezahlt. Das war der Verkauf auf Wohnrecht, betrifft auch wieder viele zu, ist sehr charmant, ist eine Sache, die bei uns sehr oft nachgefragt wird. Auch dieses Modell hat Vor- und Nachteile und diese Vor- und Nachteile, die müssen wir Ihnen dann in dem persönlichen Beratungsgespräch erörtern. Dann kommen wir zum nächsten. Ach, mein Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema, weil Verkauf auf Leibrente und hier ging es nicht mehr hin, hier müsste eigentlich schreiben mit lebenslangem Wohnrecht. Ich sehe schon immer das Leuchten in den Augen der Kunden, die wir dahingehend beraten, weil die sagen, das ist doch genau das, was ich möchte. Eine Leibrente, was ist eine Leibrente? Eine Leibrente ist eine Rente auf den Leib. Solange der Leib steht und fällt und geht und lebt, wird die Leibrente bezahlt. Und lebenslanges Wohnrecht ist genau das Gleiche. Das ist etwas, was sich jeder wünscht. Das könnte das könnte die richtige Lösung sein. Ich sage Ihnen mal, dass ich dabei ganz große Bedenken habe. Ich erzähle Ihnen mal, warum. Die Berechnung erfolgt auch hier, die Berechnung des Kaufpreises erfolgt auch hier auf der Grundlage des aktuellen Marktpreises. An dieser Stelle möchte ich Ihnen etwas erzählen, was Sie immer bedenken müssen. Zwischen einer Immobilie, die frei geliefert wird, und einer Immobilie, die Sie noch weiter nutzen wollen, ist immer ein Preisunterschied zwischen 10% und 15%. Wenn Sie also eine Immobilie haben, wo Sie 400.000 Euro bekämen, wenn Sie sie freiliefern, gehen Sie davon aus, dass Sie nur 340.000 bis 360.000 Euro bekommen, wenn Sie die Immobilie verkaufen, weil eben Sie sie noch länger nutzen wollen. Natürlich bei der Rückanmiete ist die Differenz kleiner, bei einer 15-Jahres-Frist ist sie viel, viel größer. Berechnung erfolgt also als erstes mal auf der Grundlage des Marktpreises. Das zweite ist, der Wert des Wohnrechts wird natürlich vom Kaufpreis abgezogen. Das hatte ich Ihnen ja vorher schon mal gesagt. Nur geht's jetzt ja los. Worauf berechne ich es denn? Werde ich Ihnen gleich auch noch bei der Leibrente erzählen, wo die Fußangeln sind. Und der restliche Kaufpreis wird in einer lebenslangen Leibrente bezahlt. Mal gucken, ob da noch was kommt. Und das ist das allererste Kriterium, worüber Sie nachdenken sollen. Bei einem lebenslangen Wohnrecht, bei einer Leibrente, erlischt alles mit Ihrem Tod. Wenn Sie also nach 2 oder 3 Jahren schon versterben, ist alles weg. Das muss man wissen. Ich werde Ihnen das noch mal ein bisschen dramatischer erzählen. Was heißt das aber jetzt? Wie berechne ich eine Leibrente und wie berechne ich ein Wohnrecht? Statistisch werden wir Menschen derzeit, Frauen und Männer ein bisschen unterschiedlich, 82 Jahre plus minus alt. Das könnte eine Berechnungsformel sein. Die Rentenversicherungen gehen von einem Alter von 92 aus. So, und jetzt sieht das so aus. Machen wir das mal in einem Beispiel. Es geht vielleicht für Sie viel besser. Hier haben wir wieder den Wert der Immobilie 360.000. Ich habe immer das Gleiche genommen. Jetzt haben Sie ein lebenslanges Wohnrecht, berentet auf das Sterbealter 92 Jahre. Der Verkäufer ist 80, 12 Jahre. Berechnen Sie das? Das heißt, es ergibt genau einen monatlichen Wert, also 12 Jahre sind 144 mal 1250 sollen die 180.000 Euro sein. Das wird schon mal abgezogen vom Wert Ihrer Immobilie. Und der Rest, den Sie dann haben,
heißt, das ist ein zufällig lebenslanges Wohnrecht, auch wieder auf 92 Jahre, auch mit 80 berechnet. Das bedeutet auch 1250. Also würde es aussehen, Sie wohnen lebenslang, das hat man abgezogen mit 180.000, und Sie kriegen lebenslang 1250 Euro. Bis sohin sehr schön. Jetzt kommt der erste Kinken. Meine Damen und Herren, Sie haben alle diese Immobilie vom versteuerten Geld abgezahlt, über viele Jahre. Und nun kommen Sie mal, was ist? Instandungskosten übernimmt der Käufer. Ist logisch, gehört ihm ja auch. Aber jetzt, der Ertragswert der Leibrente und des lebenslangen Wohnrechts, den müssen Sie erneut versteuern. Ist das nicht eine ganz große Ungerechtigkeit, dass Sie dieses nochmal versteuern müssen, obwohl Sie schon aus zweimal versteuertem Geld bezahlt haben? Das ist schon das erste Killerkriterium. Denn bei einem Betrag von 2.500 Euro ist es ja nicht so, dass die Rente auf die Steuer auf die 2.500 berechnet wird. Im schlimmsten Fall ist der Rentenertrag größer, als Sie nachher ausbezahlt bekommen. Also, das muss man sich ganz genau überlegen. Mich stört, dass ich etwas versteuern muss, was mir gehört und was in anderen Modellen ich überhaupt nicht versteuere. Und dann kommt das, woran ich Sie erinnern möchte. Was ist Leibrente? Leibrente ist eine Zahlung, solange Sie leben. Und vielleicht stört es Sie nicht, aber erstens finde ich keinen Käufer für Leibrente. Denn bei einer Immobilie von 360.000 Euro zahlt bei einem ganz normalen Zinssatz derjenige 2%, sind 7.200, sind 600 Euro monatlich an Zinsen. Hier zahlt er 2.500. So, das heißt, welcher Käufer, der die gekaufte Immobilie nicht nutzen darf, zahlt 2.500 Euro und kommt erst in 15 Jahren, oder lassen Sie denjenigen noch älter werden, dann in die Immobilie. Das ist schon das eine. Und das zweite, darum haben wir, Käufer von Leibrentenobjekten sind immer Gambler, Spieler. Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als dass, wenn sie heute gekauft sind, dass sie morgen sterben. Ich persönlich für mich möchte nicht, dass irgendjemand zu Weihnachten in die Hamburger Petrikirche geht, 10 Kerzen anzündet und sagt, lieber Gott, mach, dass der alte Hausmann bald stirbt, dann brauche ich die Leibrente nicht mehr bezahlen. Das muss man wissen. Ein Leibrentenkäufer wünscht ihn vom ersten Tage an den Tod. Und jetzt mag das sich makaber anhören, es ist aber so. Der zweite ist, ich will Ihnen mal sagen, ich kenne meinen Bekanntenkreis, so ganz jung bin ich ja auch nicht mehr, einige unserer Kunden, die haben sich mit 95 Jahren noch ein E-Bike gekauft. So fit sind die. Nun rechnen wir mal an, diese 92 Jahre ist die Berechnungsgrundlage. Derjenige wird 95. Dann sind das 36 Monate mal 2.500 Euro, die er für die Immobilie mehr bezahlt hat. Oder aufs Jahr wird die Immobilie ständig um 30.000 Euro teurer. Also 5 Jahre weiter hat er die Immobilie dann nicht mit 360, sondern mit 540.000 Euro bezahlt. Deshalb ist das alles schön. Es gibt in Deutschland eine ganz bekannte Firma, Deutsche Leibrenten AG. Wer sich wirklich dafür interessiert, sollte sich unbedingt ein Beratungsgespräch auch dort holen. Wir bieten es mit an, in einer kleinen abgespeckten Form. Auch da können Sie bei unseren Mitarbeitern nachfragen. Jo! Und jetzt kommt was ganz Neues, Teilverkauf einer Immobilie. Das Produkt ist sowas von neu, das kennen die wenigsten. Ist noch gar nicht auf dem Markt entstanden, aber die Idee ist gut davon. Manchmal will man ja nur ein bisschen Geld haben. Man will ja gar nicht die Immobilie verkaufen. Und so haben wir ein Modell entwickelt, ganz einfach verschlankt, abgespeckt, dass wir sagen, Sie verkaufen aus Ihrer Immobilie einen 20-prozentigen Anteil. Wie funktioniert das? Der Marktpreis Ihrer Immobilie wird von einem öffentlich bestellten, gerichtlich bestellten, vereidigten Gutachter festgestellt. Kommt gleich noch in der Beispielrechnung. Sie bleiben mit 80% Eigentümer Ihrer Immobilie. Sie können tun und lassen, was Sie wollen.
Das Geld, was Sie sich aufnehmen, müssen Sie mit 3%, das ist der heutige Tagessatz, wenn wir jetzt, was zu erwarten ist, höhere Zinssätze bekommen, weil die Weltverschuldung größer wird, dann wird da vielleicht stehen 4 oder 5%. Könnte schon ein Killermodell, Killergrund sein für dieses Modell. Denn bei 3% zahlen Sie 2160 Euro im Jahr an Zinsen. Die Zinsen sind immer höher als die bei der Bank. Nur Sie kriegen ja kein Geld von der Bank. Und hier haben Sie einen ganz klassischen Fall, dass es genug Leute gibt, die wissen nicht, wo sie ihr Geld unterbringen. Die sagen, okay, dann kaufe ich mir einen Anteil an Ihrer Immobilie von 20% und kriege 3%. Was also ist der Vorteil für diesen Investor? Diese 3% sind für Ihren Investor eigentlich uninteressant. Sie haben 20% Ihrer Immobilie verkauft. Und nun nehmen Sie mal an, die Immobilie steigt jetzt wirklich um 20% in 10 Jahren, dann stehen hier 432.000. Er hat Ihnen also 72.000 gezahlt. Dann ist sein Anteil, denn er hat Ihnen kein Darlehen gegeben, er hat einen Anteil Ihrer Immobilie gekauft, dann ist der Anteil, sein Anteil, nämlich von den über 400.000 praktisch 86.400 Euro. Das heißt, er hat 72 Ihnen gegeben und wenn dann die Immobilie mit der Wertsteigerung verkauft wird, kriegt er davon 20% und hat aus 72.000 86.000 so und so viel gemacht. Sie sehen in diesem kurzen Anreißen, ich habe schon sehr viel zu diesem Thema gesagt. Es ist etwas, wo Sie sich wirklich persönlich beraten lassen sollen. Und es ist nur für den interessant, der einfach sagt, eigentlich will ich meine Immobilie gar nicht verkaufen. Ich möchte nur einen Teil meiner Immobilie zu Geld machen. Es ist ein ganz kleines Nischenprodukt in der Produktpalette, die wir Ihnen anbieten. Und hier sehen Sie die drei Personen, die Sie ansprechen können. Diese drei Personen sind einmal Tanja Hausmann, habe ich schon vorgestellt. Tom Köhler habe ich auch schon vorgestellt. Manfred Gottschalk habe ich auch schon vorgestellt. Alle drei beraten Sie in dem Bereich Immobilie im Alter. Und bei Manfred Gottschalk kann ich noch sagen, er hat eine Zusatzausbildung als zertifizierter Testamentsvollstrecker, macht auch noch Nachlassverwaltung. Also wer eine Lösung sucht, nicht nur über den Immobilienverkauf, sondern darüber hinaus, ist dort ganz sicher gut aufgehoben. Sie finden hier eine Webseite, die wir ausschließlich zu diesem Thema haben. Sie können sie hier per QR-Code einscannen und dann freue ich mich auf Ihre Fragen und das, was Sie von uns wissen möchten. Ich darf mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich, Sie dann bei einem Beratungsgespräch zu sehen bei unserem Mitarbeiter und die berichten mir dann über Ihre Fragen und wenn die etwas kompliziert sind, dann gebe ich Ihnen noch zwei Dinge mit auf den Weg. Erstens, wir haben sehr viele Lösungen, die sind ein Teil der 5 oder 6 Dinge, die wir Ihnen heute vorgestellt haben, also ein ganz anderes Gemenge. Und zweitens, wir wollen Ihr Wunscherfüller sein, wir wollen Ihr Kümmerer sein und das nehmen wir wörtlich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.